Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Nach der tödlichen Massenpanik am nordisraelischen Wallfahrtsort Meron untersucht ein Ausschuss die Ursachen der Katastrophe. Staatsprüfer und Polizei hatten bereits vor einigen Jahren auf bauliche Mängel hingewiesen. Dennoch riefen ultraorthodoxe Rabbiner die Gläubigen auf, in Massen zum Fest zu pilgern. Bei der Massenpanik am jüdischen Feiertag Lag Baomer kamen 45 Menschen ums Leben. Rund 150 weitere wurden teils schwer verletzt. Die palästinensischen Wahlen sind vorerst gestrichen. Der Präsident der Autonomiebehörde Abbas sagte, Israel habe noch nicht entschieden, ob es eine Stimmabgabe in Ost-Jerusalem zulässt. Ohne eine Beteiligung dieses Gebietes werde es aber keine Wahlen geben. Die Hamas sieht ein anderes Motiv hinter der Absage. Sie sprach von einem Coup gegen nationale Partnerschaft und Konsens. Die Absage habe nichts mit Jerusalem zu tun. Die Palästinenser sollten der Besatzung trotzen und die Wahlen in Ost-Jerusalem auch ohne Genehmigung durchführen. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag Schüsse auf das Haus eines Kandidaten für die palästinensischen Wahlen in Dura bei Hebron abgegeben. Verletzt wurde niemand. Nisa Banat wollte bei den Parlamentswahlen für die Liste Freiheit und Würde kandidieren. Nach der Verschiebung veröffentlichte die Liste einen Appell an europäische Gerichte. Diese sollten die finanzielle Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde einstellen und die Vergeudung europäischer Steuergelder untersuchen. Banat wirft den Sicherheitskräften der PA vor, die Eingreifer unterstützt zu haben. Der wohl letzte verbliebene Jude in Afghanistan will nach Israel auswandern. Sebulon Simentov wurde 1950 in Herat geboren. Er blieb trotz sowjetischer Invasion, Bürgerkriegs und Taliban im Land. Die USA und die NATO haben kürzlich begonnen, ihre Truppen bis zum 4. Juli vollständig aus Afghanistan abzuziehen. Eine mögliche neue Terrorherrschaft der Taliban wie von 1996 bis 2001 will Simentov nicht riskieren. In dieser Zeit hätten sie ihn viermal ins Gefängnis gesteckt und gesagt, Juden hätten in dem Islamischen Emirat keine Rechte. Mit 97 Jahren ist Walter Bingham laut der neuen Guinness-Weltrekordliste der älteste Journalist der Welt. Er wurde als Wolfgang Billig 1924 in Karlsruhe geboren. Als Teenager flüchtete er vor den Nazis nach Großbritannien. Er moderierte die erste jüdische Sendung beim Radiokanal London Spectrum. Seit seiner Einwanderung nach Israel hat Bingham eine eigene Sendung beim englischsprachigen Internetradiosender Arutz Sheva. Schon im Jahr 2017 wurde er zum ältesten Radiomoderator der Welt gekürt. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.